Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, er wäre heute nicht hier, wenn nicht München auch in der Spitze der Städte mitmischt, was großartige Musik ausmacht. Willkommen, Herr Jordan, in München. Freut mich sehr. Freue mich. Vielen herzlichen Dank. Sie sind jetzt hier in München und haben einige Konzerte bereits dirigiert. Wie gefällt Ihnen denn so das Münchner Publikum? Ein wunderbares Publikum. Das Schöne ist, dass München nach wie vor ein Zentrum ist, wo Bildung und Kultur eine große Rolle spielen. Und das ist natürlich in unserer heutigen Zeit nicht immer der Fall. Und zu sehen, dass da ein Publikum ist, was die Sprache Musik noch versteht und weiß, was es bedeutet, ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Sie sind ein großartiger Dirigent. Sie sind der Chef der Pariser Oper. Sie haben also die große Pariser Oper quasi sehr oft im Griff. Wir wollen heute mal so ein bisschen über Ihr Leben sprechen. Es ist ja ein spannendes Leben, ein mit Kultur integriertes Leben. Und ich würde sagen, jetzt setzen wir uns mal gleich auf zwei schöne Stühle. Wir sind hier übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, wir sind in der Präsidentensuite. Dort ist immer Herr Tiedemann oder Herr Barnbäum. Zu Barnbäum haben Sie einen großartigen Bezug. Absolut, ja. Er war sein Assistent in Berlin und natürlich auch nach wie vor sehr eng verbunden. Ja. Dann wollen wir uns einfach mal setzen. Aber sehr gerne. Ja. Bitte schön. Herr Jordan, die Kommentare in den Medien sind überwältigend. Sie haben großartige Konzerte hier in München gegeben. Eine großartige Zeitung schrieb, der Schweizer mit Feuer. Wenn man Sie dirigieren sieht, es ist unglaublich, diese Präzision, diese Körpersprache, diese Disziplin. Und Sie sind ja auch jemand, der unglaublich viele Stücke auswendig dirigiert. Sie sind quasi von Ihrem Vater, Ihr Vater war ein großartiger Dirigent, Armin Jordan, Sie sind quasi ja, mit Musik im Blut aufgewachsen, kann man sagen. Kann man so sagen. Wie war die Zeit mit Ihrem Vater, wenn Sie sich zurückerinnern? Naja, das war eine sehr, wie soll ich sagen, ambivalente Zeit, weil Sie dürfen nicht vergessen, mein Vater war sehr wenig zu Hause, als ich ein Kind war. Er war natürlich ständig auf Reisen. Wir waren in Zürich, ich bin in Zürich geboren, aufgewachsen. Das ist auch der Ort, wo er meine Mutter kennengelernt hat und die Familie war in Zürich. Aber er war natürlich als Chef in Basel am Stadttheater, in Genf beim Suisse Romande, in Lausanne beim Kammerorchester, in Frankreich natürlich sehr viel unterwegs, viele Aufnahmen gemacht. Da hat man als Kind von seinem Vater leider nicht sehr viel. Und die Musik war aber trotzdem immer zu Hause. Natürlich, mein Bezugspunkt zu meinem Vater waren die Partituren, die rumlagen, das Klavier, was dort stand, die Schallplatten. Natürlich auch in den Schulferien, da durfte ich dann meinen Vater sehen und besuchen. Also nicht nur zum Wochenende, wenn er mal nach Hause kam. Und dann habe ich natürlich ihn mit den Proben erlebt und Konzerte. Also mein Vater war immer Musik. Und bestimmt ist die Musik nicht nur eine Sache an sich, die mich begeistert hat, sondern natürlich, Musik hat ja immer eine soziale Funktion. Und diese Verbindung zu meinem Vater war eben die Musik. Und die Mama, sie war Tänzerin. Richtig, sie genau. Sie ist irisch, österreichisch. Man kann sagen, Sie sind schon in einem kosmopolitischen Umfeld aufgewachsen. Ja, ja, also das Umfeld meiner Mutter ist ein bisschen komplizierter, weil das ist eine sudetendeutsch-österreichische Familie, die nach dem Krieg nach Irland ausgewandert ist. Mein Großvater war Bildhauer und dadurch kam jetzt ein bisschen dieser irische Hintergrund, deswegen auch englischsprachig aufgewachsen als Kind. Ja, meine Mutter war natürlich eine ganz andere Welt, während mein Vater eher so der typische Künstlertyp, etwas bohemian, Schweizer im Sinne von Deutsch und Französisch Schweiz, also auch eine sehr lateinische Seite hatte, sehr mediterrane Seite hatte, hatte meine Mutter ja eher ein bisschen die Disziplin vom Tanz, die etwas germanischere, rationellere Seite. Ja.
Sie sind wahrscheinlich dann auch als Kind mehrsprachig aufgewachsen? Ja, richtig. Also zwischen Englisch, Deutsch und natürlich Schweizerdeutsch. Und Französisch natürlich auch. Erst in der Schule, was ich sehr bedauere, weil meine Eltern meinten, für ein Kind sind 3 Sprachen zu viel, was absurd ist. Ein Kind kann 8 Sprachen lernen, die sind ja ganz, ganz schnell und so weiter. Aber natürlich in der Schweiz lernt man natürlich schon in der Grundschule dann schnell Französisch. Und das hilft mir jetzt natürlich sehr viel in Frankreich. Und dann irgendwann haben Sie doch ein Instrument gelernt. Also Violine, richtig, war das? Na, zuerst Klavier mit 6. Und das war immer meine Mutter, die den Auslöser hatte. Also mein Vater hat schon gemerkt, dass da irgendwo ein Talent war. Aber es war eher meine Mutter, die sagte, schau doch mal hin, der hat doch ein Interesse für Musik. Lass ihn doch mal Klavier anfangen oder lass ihn doch zum Knabenchor gehen, um zu singen oder so. Also, Sie waren bei den Zürcher Sängerknaben? Richtig, ja. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Das war eigentlich meine erste wirklich spannende Erfahrung, insofern, weil ich da nicht allein war mit der Musik. Ja, beim Klavierüben ist man dann alleine oder mit seinem Klavierlehrer. Aber mit lauter anderen Jungs zusammen ist man dann und singt man zusammen. Und man muss zusammen singen, man muss sauber singen. Man singt tolle Messen von Mozart, man lernt Lateinisch dabei. Man singt Schützpsalmen, man singt Britten. Man hat auch ein unglaubliches Repertoire. Man tritt auf, man hat Konzertreisen. Das hat so eine völlig neue Dimension eröffnet, die mich natürlich fasziniert hat. Und man hat sein Leben auch umgeben mit Werten natürlich, mit Disziplin. Absolut, also, natürlich, ja. Das geht genau. Nicht ohne Disziplin. Ja, das muss man natürlich lernen, weil das Erste ist natürlich der Spaß an der Musik, ja, und das zusammen Musik machen. Aber natürlich, der nächste Punkt ist, Musik zusammen machen erfordert natürlich Disziplin für die Synchronisierung, das ist völlig klar. Ich habe Sie dieses Jahr auch live erlebt. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht der große Musikkenner oder so, oder klassische Musikkenner. Ich habe sie erlebt und habe einfach mal diese Körpersprache, diese Einsätze. Ich habe gedacht, das ist ja unglaublich, wie Sie Musik leben. Ja? Kann man sagen, Sie haben Musik im Blut? Ich denke, das ist einfach eine persönliche Leidenschaft. Ja? Also wenn die nicht da ist, braucht man das nicht machen. Also man muss für die Sache brennen. Und also ich glaube, das ist in jedem Beruf so, ob man Sportler ist, ob man Journalist ist oder Politiker. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man muss eine Aufgabe haben und für mich natürlich, Musik ist die Sache, die mich am meisten begeistert und in der ich mich persönlich auch ausdrücken kann. Herr Jordan, wie ging es dann weiter? Also als Sie so 14, 15 waren, Sie haben ja sicherlich auch mal ab und zu Papa beim Dirigieren so ein bisschen beobachtet, war ja es ist tatsächlich so, es gibt doch gewisse Ähnlichkeiten. Ich spreche da mal ein bisschen später drüber, warum ich das weiß. Ja. Aber wie war das dann, als Sie dann gemerkt haben, also wann haben Sie das erste Mal so einen Dirigentenstab in der Hand gehabt? Das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, ich war 8 oder 9, wo ich unbedingt diesen Beruf machen wollte. Das war ganz, ganz klar. Und das hat sicher damit zu tun. Jahren. Ja, 8 oder 9. Ich kann mich erinnern, glaube ich, war 7 oder 8, da habe ich meine erste Oper gesehen, natürlich Zauberflöte mit meinem Vater, eine Generalprobe. Und das hat mich so bewegt. Und 2 Jahre später Walküre mit meinem Vater, also was ja bekanntlich ein bisschen schwieriger ist. Aber das war für mich eine neue Welt. Und das war immer seitdem immer klar. Natürlich gab es dann immer mal Phasen, wo ich vielleicht doch was anders hätte werden wollen. Aber das blieb immer so ein bisschen im musikalischen Bereich. Das heißt, ich wollte mal ein Sänger werden oder wollte mal ein Pianist werden. Als Jugendlicher wollte ich dann mal Regisseur werden. Also ich glaube, das einzig Außermusikalische, was mich mal interessiert hat, war Architektur. Und das ist nicht so weit weg vom Dirigenten, weil das hat ja auch ein bisschen mit Planung, mit Analyse zu tun, mit Verständnis, mit einem Aufbau und auch etwas Kreatives dabei. Und man hat auch mit Leuten zu tun. Wollten Sie auch schon damals erfolgreich werden? Also natürlich ist Erfolg eine gewisse Motivation. Und ich glaube, das kann man nicht leugnen. Ich finde das sehr, sehr interessant, jetzt wenn ich in Paris jetzt, wir haben eine Gruppe von Kindern aus der Banlieue aus Paris, die wir fördern. Also das sind arabische Kinder, schwarze Kinder. Und die kriegen alle eine Geige in die Hand gedrückt und dürfen dann für 2 Jahre, haben einen Paten von Musikern von unserem Orchester. Und das ist ganz süß, weil die lernen etwas kennen, wo die sonst die Möglichkeit nicht haben. Und die Frage war dann auch genau diese. Ja, sind sie erfolgreich, sind sie reich oder solche Sachen.
Also ich denke, dass das so ein Grundfaktor natürlich mitspielt, aber das ist natürlich nur eine Motivation. Das hat mit der Sache an sich nichts zu tun. Also wenn die Sache an sich ist das Essentielle. Wenn das nicht stimmt, dann braucht man den Weg gar nicht gehen. Ja. Wie wichtig ist es, wenn Sie dirigieren vor Tausenden von Menschen? Ja? Denken Sie da auch dann ab und zu an Applaus? Dass Sie sagen, also Applaus ist insofern wichtig als Barometer. Mhm. Ja? Wenn der Applaus mau ist, denkt man, ich habe die Leute nicht erreicht. Oder irgendwas hat nicht gestimmt. Oder wenn ein Beifallssturm kommt, dann weiß man, jetzt hat es gestimmt. Ja? Also das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja Kommunikatoren, das Orchester und ich, die Musiker. Wir müssen ja was erreichen. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann muss man sich doch manchmal Fragen stellen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich komme nochmal zurück zu Ihrem Konzert in München. Sie gehen dann anschließend, das war ein überwältigender Applaus, es war unglaublich, Bravo-Rufe. Aber Sie gehen dann, und das ist, glaube ich, schon eine ganz besondere Art von Philipp Jordan, Sie gehen dann ins Orchester rein und geben dann den unterschiedlichen Damen und Herren des Orchesters die Hand und beglückwünschen sie. Das heißt, Sie scheren auch Ihren Erfolg. Unbedingt, ja. Ich bin nicht der Dirigent und da ist das Orchester, das folgt meinen Anweisungen und das ist es. Das war mal ein Modell, was viele, viele Jahre funktioniert hat. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Ein Dirigent ist nichts ohne sein Orchester. Das war es auch früher nicht, aber die Idee von zusammen Musik machen ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, was für mich wichtig ist, die hohe Kunst in dem Beruf, ist es, dass die Musiker von selber so musizieren in meiner Idee, in meiner Vorstellung, ohne dass ich sie aufzwinge. Das wäre natürlich die hohe Kunst, da hinzukommen. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg und ein spannender Weg. Aber natürlich gehört auch dieses Teilen, ja, dieses Sharing dazu. Und das ist normal, dass man oft mal im Konzert jemand, der ein schönes Solo gehabt hat, ihn natürlich aufstehen lässt. Ich mache das persönlich gern, wenn man auch mal die Hand gibt oder sowas und dann ins Orchester reingeht. Das hat nochmal eine andere Nähe. Ja. Sie haben ja, das wissen Sie wahrscheinlich viel besser wie ich, aber wir haben ja auch einen guten Draht zu den Münchner Philharmonikern. Sie haben ja schon ein bisschen das Herz dieser Musikerinnen und Musiker erobert. Die haben schon gesagt, das wäre doch mal jemand für München oder so. Das geht aber gar nicht, weil Sie jetzt schon ab 2014 die Wiener Sinfoniker dirigieren als Generaldirigent, kann man sagen? Chefdirigent. Das genau. Aber lassen Sie uns noch mal kurz zu Ihrem Leben kommen. Sie sind dann junger Mann geworden, Sie sind dann nach Deutschland gekommen, waren, glaube ich, in Ulm gewesen. Richtig, das war meine allererste Station. Da kann man ja auch viel lernen, oder? Das ist das Schöne am deutschen Stadttheatersystem. Das gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Ja. Das gibt es nur in dem deutschsprachigen Raum, also auch Österreich und Deutschschweiz, dass es in jeder kleinen Stadt noch ein Stadttheater gibt mit Schauspiel, Oper, Ballett. Und dass man dort den Job von der Pike auf lernen kann. Ja? Wo hat man sonst die Möglichkeit? Ja? Gut, es gibt Opernstudios, es gibt Assistenzen anderswo, man kann andere Wege einschlagen. Aber dieser traditionelle, auch sehr solide Kapellmeisterweg, wo man seinen Job lernt, ist unbezahlbar, finde ich. Und in Ulm hatte ich fast fünf Jahre die Chance, diesen Beruf zu lernen. Weil wie lernt man dirigieren heutzutage? Ja? Oder überhaupt, wie lernt man diesen Job? Ja? Wie lernt man denn das? Man hat ja kein Orchester zur Verfügung, mit dem man üben kann. Ja. Ja? Das ist ja kein Klavier oder keine Geige. Ja? Ja. Das, man einfach, das ist natürlich ein Erfahrungsjob. Und es gibt natürlich Dirigentenausbildung weltweit, sehr gute und so weiter. Aber mein Vater hat mir das immer gesagt, mach das bloß nicht, weil was nützt es dir? Du hast viel Theorie, was man natürlich auch lernen muss, aber das lernst du auch so. Und zweimal im Jahr kannst du das Hochschulorchester mal dirigieren und das reicht nicht. Mhm. Und er hat mir gesagt, werde Korrepetitor am Stadttheater, spiel 6 Wochen Don Giovanni, die szenischen Proben, danach 6 Wochen Rosenkavalier, dann 6 Wochen Funny Girl und dann Wiener Blut. Das waren so. Und dann hast du das Orchester, hast du gespielt, ja, das hat man in den Fingern drin. Dann dirigierst du Bühnenproben, du arbeitest mit den Sängern, du hast
Orchesterproben, die du mal ein bisschen leitest, damit der Hauptdirigent das draußen hören kann. Und irgendwann, Gott sei Dank, im deutschen Stadttheater-System, bei 50 Vorstellungen Funny Girl kriegt man dann die 28. und 29. Vorstellung mal. Und wenn es gut geht, ist das natürlich toll, dann kriegt man weitere Vorstellungen. Wenn es nicht gut gehen sollte, ist es auch noch nicht so schlimm, weil es in Ulm ist und eben nicht an der Bayerischen Staatsoper. Aber es ging gut. Es ging gut. Ja, ja. Und irgendwann war der junge Philipp, sind immer noch jung, sehr jung, der junge Philipp Jordan war dann plötzlich mal bei Daniel Barenboim. Richtig. Wie kamen Sie denn da hin? Das kam aufgrund von Empfehlungen, weil ich habe, bevor ich nach Ulm kam, in Paris schon am Châtelet als Assistent und als Korrepetitor gearbeitet. Und das hatte sich rumgesprochen. Und es war die gleiche Zeit, als Daniel Barenboim in Berlin einen Assistenten gesucht hat. Und das war natürlich sehr, sehr spannend für mich, weil ich hatte die Chance, zwei Sachen in Berlin zu lernen. Ich konnte das, was ich in Ulm mir erlernt habe, auf extrem hohem Niveau mit der Staatskapelle weiterarbeiten. Also ich konnte Premieren erarbeiten, Wiederaufnahmen, ich konnte mit einem fantastischen Orchester Vorstellungen dirigieren, Repertoire dirigieren und gleichzeitig aber von einer großen Persönlichkeit lernen. Also gleichzeitig konnte ich mich wieder ein bisschen auf die Assistentenbank zurückziehen und beobachten, wie arbeitet eine große Persönlichkeit mit großen Sängern, großen Solisten und großen Orchestern. Und das war eine ganz, ganz, ganz wichtige Erfahrung in Berlin. Wie war denn da Papa Armin? Wie hat er denn das aufgenommen? Ich habe immer so das Gefühl, also ich kenne Sie ein bisschen jetzt, aber ich habe immer so das Gefühl, er war auch so ein bisschen nicht eifersüchtig, aber er merkte einfach, mein Philipp, der hat das Zeug dazu, ja. Und er war ja ganz oben zu der Zeit. Ja, absolut, absolut. Wie war er denn da? Wie ich sage, es war immer sehr ambivalent. Also wir waren grundsätzlich von einer großen Liebe geprägt, ja, von Anfang an. Das war immer sehr, sehr, sehr stark. Ja, in der Kindheit hat er mir natürlich sehr gefehlt. Ich habe ihn immer gesucht und ich habe aber einen Bezug zu ihm über die Musik gefunden. Das haben wir dann auch sehr, sehr geteilt. Besonders als Jugendlicher konnte ich mit ihm über alles sprechen. Er konnte mir Tipps geben und alles Mögliche. Und dann musste ich mich von ihm befreien, weil er war eine dermaßen starke Persönlichkeit und ich als Jugendlicher natürlich überhaupt nicht. Und er hatte dieses Vorbild, was ich überhaupt nicht war. Und ich musste sozusagen meinen eigenen Weg finden und ich musste mich von ihm trennen. Ja? Und deswegen bin ich nach Deutschland gegangen, weil mein Vater in Deutschland weniger präsent war und hatte die Chance, dort einfach Philipp Jordan zu sein, ein junger, begabter Musiker, Dirigent, der seinen eigenen Weg sucht und dadurch auch findet. Und mein Vater hat das immer verfolgt. Ja? Das war immer sehr schön. Also ich habe nicht das Kleiber-Syndrom, wo ich gegen den Vater arbeiten musste. Ich musste ihn natürlich überzeugen. Es gab so Momente, wo er sagte, okay, du willst Dirigent werden, schön und gut, aber weißt du, was das heißt? Also du musst mir schon zeigen, dass du Fortschritte machst, dass du dafür brennst. Ich musste ihm zeigen, dass ich auf dem Klavier große Fortschritte mache. Da habe ich mein Studium angefangen und konnte ihn dann relativ schnell überzeugen, dass da was da ist. Und dann hat er das mit großer Begeisterung natürlich verfolgt. Natürlich gab es dann diese Ambivalenz auch, ja, wie das ist. Ja, er mit 60, 70 und ich mit Anfang 20, ich fange den Weg an. Für ihn war das sehr schön, dasselbe wieder zu erleben, was er damals erlebt hat und gleichzeitig zu sehen, oh ja, der geht ja einen ganz anderen Weg und das ist ja ganz anders und was ist mit mir? Bei mir geht es jetzt zum Lebensende in Anführungszeichen zu und bei dem fängt alles an und so weiter. Das hatte schon immer so Ambivalenz natürlich auch. Gab es da auch Telefonate, wo Sie sich auch mal einen Rat geholt haben? Absolut, ja. Immer, das war immer wichtig. Wie war er da? In jeder Hinsicht, wie soll man sagen, also er hat mir immer Rat gegeben, aber er hat mir dann auch mal gesagt, wenn etwas nicht gut war oder wenn er eine Idee nicht gut fand. Andererseits, man ist ja als junger Dirigent, gerade ohne die Erfahrung, ja immer sehr von Selbstzweifeln geplagt und so weiter. Und denkt, ach, war nichts manchmal und so weiter. Einsam. Sowieso, ja, wenn man noch niemanden kennt und so weiter. Und er war immer in dieser Hinsicht immer sehr aufbauend. Ja. Er kam mal eine Vorstellung, ich fand das dann nicht gut, du warst nicht zufrieden. Und er sagte, nein, also was hast du, das war doch genau richtig und dies und das. Und das habe ich gebraucht. Ja. Also es gab, ich habe ihm das zwar damals nicht immer geglaubt, aber es war wichtig für mich, weil die Selbstzweifel waren schon sehr stark am Anfang. Ja. Herr Jordan, Sie haben
zwischenzeitlich durch harte Arbeit Weltruhm erlangt. Wenn man also liest, wo Sie überall dirigiert haben und wo Sie überall dirigieren werden, das ist eine unglaubliche Karriere. Ja? Das hat natürlich mit Ihrer Persönlichkeit zu tun. Sie sind eine jetzt gereifte Persönlichkeit schon, aber Sie wirken jugendlich. Sie sind einfach jetzt so ein Star. Das Fanpublikum wächst, es kommt immer mehr dazu. Die Medien kommen immer näher an Sie ran. Hier in München, Sie haben fantastische wirklich Kommentare nach Ihren Konzerten erhalten. Sie werden natürlich auch immer mehr in diesem Medienbereich sein. Sie haben viele Aufnahmen, Sie haben viele CDs gemacht. Wie gehen Sie damit um? Sie sind ja, und das darf ich sagen, sind ja im Grunde im Herzen ein bescheidener Mensch geblieben. Ich denke, bei allem, was in Anführungszeichen Karriere ist, was natürlich wichtig ist, wenn man einen Weg gehen will und vor allem gute Musik machen will, ist es wichtig, bei der Sache zu bleiben. Ja, worum geht es in der Musik? Natürlich ist es schön, tolle Kommentare zu haben und natürlich Schallplattencover. Und das ist alles natürlich auch wichtig, nicht nur weniger für einen selber, sondern natürlich auch als Visitenkarte, ja, zu zeigen, wofür man steht. Ja, macht einen auch irgendwie irgendwann mal unsterblich. Das bleibt ja. Mittlerweile bezweifle ich das. Ja. Ich denke, das ist, es ist immer sehr zeitgebunden etwas. Ja. Also schauen Sie sich mal Karajan an. Ja. Der hat ja ein Imperium geschaffen, ja, an Schallplatten und so weiter. Das strahlt jetzt immer noch aus in unserer Zeit, aber es hat nicht mehr diesen Glanz, den es zu seiner Zeit hatte. Ich denke, es hat alles so seine Zeit. Also ich bin mit Unsterblichkeit da relativ vorsichtig. Ja? Also es gibt natürlich in der Geschichte immer große Figuren, die das haben. Aber auch das, glaube ich, ist immer auf eine bestimmte, vielleicht längere Zeit. Also ich sehe das immer so in diesem Zusammenhang. Aber ich denke, was bleibt, sind immer die Emotionen. Und das sind die Sachen, die bleiben werden, die wo ich sage, das kann der Tod nicht rauben. Ja, das sind, wenn man ein Konzert hat oder eine Opernaufführung und die hat ein Publikum bewegt oder die Message eines Komponisten ist rübergekommen. Das sind die Sachen, die bleiben. Und ich glaube, darum geht es in unserem Job wirklich. Und ich glaube, man muss als Künstler den Fokus immer darauf legen. Also als allererstes legen. Und da muss man sich jeden Tag wieder neu auseinandersetzen. Es gibt keine Antwort, wie man diese Oper oder diese Symphonie aufzuführen hat. Ja, man muss, also selbst wenn man ein Konzert hat, wo alles gestimmt hat, hat man nicht die Garantie, dass das im nächsten Konzert wieder ist. Also man muss sich immer wieder fragen, was hat der Komponist gewollt und was wollte er erreichen damit? Und das ist unsere Aufgabe. Und ich habe mal einen wunderbaren Satz von Rubinstein gelesen, vom Pianisten. Ja? Mhm. Er hat gesagt, zum Thema Disziplin, wenn ich mal einen Tag nicht übe, merkst nur ich. Wenn ich aber mal so 4-5 Tage nicht übe, ja, dann merkt es der Dirigent. Und wenn ich also ganz lange nicht übe, merkt es das Publikum. Richtig. Ja, das heißt, Sie müssen auch ständig in Ihrem Leben immer wieder, ich sage jetzt mal, sich weiterentwickeln. Absolut, ja? Absolut. Sie müssen Ihre Emotionen auch immer wieder manchmal bändigen, manchmal zulassen. Was ganz Spannendes, was Sie vielleicht noch nie so gehört haben. Aber wir reden ja immer von weltweiten Entwicklungen, also zum Beispiel Globalität. Also so, aber nach der Globalität leben wir jetzt im emotionalen Zeitalter und da spielt die Musik eine große Rolle. Absolut. Denn Musik ist, also wie gesagt, jemand, der nicht so oft in solche Konzerte geht, die sie weltklassemäßig leiten, ja, aber Musik erreicht einen sofort oder nicht. Ja? Und jetzt einfach mal wieder so eine amateurhafte Frage. Sie stehen ja am Dirigentenpult immer mit dem Rücken zum Publikum. Wie wichtig ist da auch die Körpersprache? Weil, ich meine, man sieht es ja nur von hinten. Ja. Ich denke, Musik ist dann echt, wenn sie authentisch ist, wenn sie authentisch und ehrlich ist. Und das ist oftmals sehr, sehr schwierig, gerade heutzutage im Musikbusiness, wo vieles, oder überhaupt im Business sowieso, weil das vieles äußerlich ist in unserer Zeit. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer die Frage stellen nach der Wahrheit oder nach der Ehrlichkeit, wie musiziert wird. Deswegen ist die Körpersprache
sehe ich als etwas Sekundäres, weil es etwas Äußerlicheres ist. Ja? Die Körpersprache ist dann wichtig, gerade als Dirigent, um einen gewissen Klang zu erreichen vom Orchester. Jetzt würde ich gleich mit Ihnen gerne sprechen, und zwar über, Sie haben ja viele zu Hause. Die Welt ist Ihr Zuhause. Aber trotzdem gibt es zwei Städte, die für Sie, würde ich mal sagen, in den nächsten 3-4 Jahren ganz wichtig sind. Das ist Paris und das ist Wien. Richtig. Da sprechen wir gleich drüber, Herr Jordan. Sehr gerne. Herr Jordan, also man merkt schon, wenn man mit Ihnen spricht, diese starke Emotionalität, die in Ihnen lebt. Das ist etwas Wunderbares. Kann man sagen, dass Menschen, die mit Musik auch zu tun haben, die sich einfach mal die Zeit nehmen und die Glotze mal ausschalten, einfach mal ruhig hören, dass das etwas für die Seele ist? Ja, natürlich. Ja, es ist eine Weltsprache. Das ist eine Sprache, die uns wieder zu uns selber führt. So würde ich Musik oder vor allem klassische Musik natürlich irgendwie bezeichnen. Ich sage ja grundsätzlich, diese Musik kommt aus der Stille. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in unserer Zeit, wo alles so schnell geht und so viel Information und so viel Angebot und so viel Unterhaltung ist, geht immer alles nach außen. Ja, man kommt ja nie zu sich selber. Und ich spreche natürlich in erster Linie erstmal von mir, natürlich, aber ich habe immer die Chance, wenn ich Musik höre, oder als, ich spreche nur als Hörer jetzt, ja, für das Publikum, dann komme ich wieder zu mir selber oder ich fokussiere wieder. Das ist wie ein bisschen Meditation in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass alle große Musik, die existiert, aus dieser Stille kommen. Also ich denke, dass jeder Komponist, der wirklich große Musik geschaffen hat, in diesem Nichts war, wo plötzlich alles klingt in dieser Stille und diese große Musik kommt. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, die Musik immer aus der Stille heraus zu musizieren und nicht aus der Lautstärke heraus. Man muss den Klang in der Musik immer erstmal in dieser Stille finden. Und deswegen ist eine gewisse Pianokultur oder eine Feinheit, eine Sensibilität sehr wichtig, aus der man dann jedes große Crescendo dann erreichen kann. Aber lieber so als umgekehrt. Und ich glaube, das ist... leider sind sich die Leute nicht dessen so bewusst, aber das ist eine unserer Hauptaufgaben, wieder darauf hinzuweisen. Und es gibt immer Auf- und Abwärtsbewegungen. Ja, es gibt eine Bewegung in die andere Richtung und eine in die Gegenbewegung. Die wird auch wieder zurückkommen, da bin ich überzeugt. Sie leiten seit 2009 als Musikdirektor die Pariser Oper mit quasi zwei Spielbühnen, kann man sagen. Richtig, die große Bastille und natürlich die alte Garnier. Also es könnte nicht unterschiedlicher sein, aber das eine ist natürlich dieser Schmuckkasten, dieser wahrscheinlich eines der schönsten Opernhäuser der Welt, und natürlich das andere ist diese Fabrik, dieser Hangar, dieser Riesenbau, also wie ein Riesenspielzeug, wo man unglaubliche technische Möglichkeiten hat, um Sachen zu verwirklichen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und Sie sind ein absoluter Star in Frankreich. Wir beide waren ja mal zusammen mit meiner Frau, haben Sie uns mal die Pariser Oper gezeigt. Richtig, ja. Wir haben das dann abends live erlebt. Wie ist so das französische Publikum? Ein sehr emotionales Publikum. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sie diese musikalische Vorbildung haben, wie ein deutsches Publikum oder speziell jetzt hier in München oder in den Hauptstädten oder in Wien sowieso. Das haben die weniger, weil Frankreich ist ja auch kein Musikland. Frankreich ist ein Land der Literatur und natürlich der Malerei und auch der hohen Steuern. Bildenden Künste. Das ist ein anderes Thema, ein anderes Thema leider. Trotzdem ist eine unglaubliche Begeisterung für Musik, für Oper, für Stimmen. Gerade in der Oper erlebe ich eine geballte Begeisterungskraft. Und das ist sehr, sehr schön zu erleben, was da möglich ist. Das Publikum ist insofern etwas anders als bei uns, wenn Sie mal sich Inszenierungen anschauen. Ja, also das sind
in Deutschland, wo wir sozusagen das berühmte Regietheater jetzt kennen, ja, wo, was die Amerikaner gerne Eurotrash nennen oder so, was so ein bisschen extremer ist und natürlich auch die Werke total hinterfragt, total. Das geht in Frankreich nicht so, ja. Ja, in Amerika sowieso nicht, England ist so ein bisschen dazwischen. Wobei, das heißt nicht, dass das französische Publikum konservativ ist, überhaupt nicht, ja. Also die mögen auch moderne Sachen, ja, ich meine, moderne Musik sowieso, angefangen von Boulez und der Auftrag des Ministeriums, dass da immer Uraufführungen sein sollen, aber auch was Regie angeht. Ja. Warum ist ein Robert Wilson schon vor 20, 30 Jahren dort schon so erfolgreich gewesen, lange bevor er hier angekommen ist, oder ein Michael Haneke jetzt, ja, weil die eine bestimmte Ästhetik haben. Ja. Das ist für die Franzosen sehr, sehr entscheidend, dass das immer in irgendeiner Form gut aussieht. Ja. Das ist hierzulande anders, ja, das darf ruhig mal ein bisschen stören oder so. Das ist eine sehr deutsche Sache und die ist ja auch gewollt. Bei den Franzosen, es darf schon modern sein, es darf schon anders sein, es soll sogar, ja, aber speziell natürlich bei den Parisern. Also das sind so Sachen, wo man etwas Rücksicht nehmen muss, ja, nicht vollständig, das wär nicht richtig, aber das ist eine ganz, ja, man muss auch für sein Publikum in irgendeiner Weise musizieren und arbeiten. Ja. Sie leiten ein sehr großes Orchester in Paris, 174 Mitglieder. Ja, wir haben zwei Orchestergruppen sogar, ja, damit beide Häuser gespielt werden können. Ja. Beschreiben Sie doch mal, wie arbeiten Sie mit Ihrem Orchester? Das Glück jetzt mit dem Pariser Orchester und auch von Anfang an mit den Wiener Symphonikern ist, dass von der ersten Probe, ersten Begegnung an, die beide vor 10 Jahren waren, eine Sympathie von Anfang an da war. Da war so eine Wesensverwandtheit, wo die Musik sofort im Zentrum stand und nicht, was will der Dirigent oder wer ist das Orchester und wie müssen wir jetzt drauf zugehen? Also all diese Fragen waren nicht da. Und das ist natürlich, sind die besten Voraussetzungen, Musik zu machen. Ja? Wenn sich zwei Personen oder zwei Gruppen treffen und sagen, jetzt machen wir einfach. Ja? Wir verstehen uns, der Dirigent sagt uns etwas, was uns nahe liegt, was wir mögen, und umgekehrt, das Orchester spielt das, was dem Dirigenten wichtig ist. Da haben wir schon so eine Basis. Und in der Probenarbeit natürlich ist das ganz normale Arbeit. Natürlich müssen wir Sachen zusammenkriegen, wir müssen Akkorde ausstimmen, wir müssen natürlich auch an der Musikphrasierung arbeiten, verschiedene Dynamiken ausbalancieren und solche Sachen. Aber bei diesem Orchester ist es vor allem sehr schön, dass es so eine gewisse Natürlichkeit hat, ja. Also es ist nie ein Kampf mit diesem Orchester. Es ist, die sind erstmal immer sehr, sehr gut vorbereitet. Für ein französisches Orchester in Anführungszeichen auch extrem diszipliniert, ja. Also sehr, also man kann wirklich auf hohem Niveau direkt anfangen, Musik zu machen. Und was die sehr mögen, sind Bilder. Ja, das ist, wenn man ein Beispiel gibt, was diese Situation ausdrückt oder was diese Szene in der Oper ausdrückt oder was der Komponist damit aussagen wollte, die sind auf so einem hohen Niveau, dass man nicht nur erst jetzt Basics machen muss, sondern die spielen dann nochmals besser, wenn die eine Vorstellung haben. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung. Was auch schön ist mit denen, dass die lieben, was sie tun. Also wenn ein Sänger auf der Bühne gut singt oder wenn in der Inszenierung was Komisches passiert, die spielen und dann schauen sie hoch und freuen sich. Oder wenn das Publikum Bravo schreit oder auch mal ein Skandal ist, ja, auf einmal Buh ist, dann gucken sie und ja, jetzt ist wieder was los oder sowas. Das hat so was unglaublich Emotionales und was Schönes, dieser Stolz, an diesem Haus arbeiten zu können, aber auch diese Freude, diese natürliche, direkte Freude, ist das toll, dass wir so einen tollen Job haben. Ihre Karriere hat jetzt wieder einen Höhepunkt erlebt. Sie dirigieren ab 2014, Mitte des Jahres, die Wiener Symphoniker. Es ist Ihnen sicherlich bewusst, dass Sie in einer Reihe stehen jetzt, also von Furtwängler, von Herbert von Karajan. Ja, da ist eine Wiener Symphoniker, hat eine große Vorgängerliste, ja, sagen wir mal und so. Savalisch, ja, genau, Savalisch, Giulini, Krebs, ja, Karajan, das sind ja einige tolle, tolle Vorgänger da zu lesen, richtig. Ja. Freuen Sie sich auf diese Aufgabe? Sehr, sehr. Das ist,
Ich komme ja eher aus dem Opernbereich und habe natürlich die ersten, vor allem 15 Jahre meiner Karriere, wirklich der Oper gewidmet. Und Symphonik ist ja erst so ein bisschen dazugekommen. Und ich sage ja immer, ein nur Operndirigent oder nur Symphoniedirigent ist für mich nur ein halber Dirigent. Das Gleiche gilt für ein nur Opernorchester oder nur Symphonieorchester. Es ist wichtig, dass beide Seiten, also beide Personen, die Reichhaltigkeit dieses Repertoires spielen. Auch weil Oper viel mehr Flexibilität fördert. Ja, man muss zuhören, man muss viel flexibler sein, man muss auf die Sänger eingehen oder auf den Tänzer eingehen oder aufs Publikum, je nach Stimmung. Das sind viel mehr Faktoren, die mitspielen. Und genauso wichtig ist es, wenn man natürlich im Sinfoniekonzert selber auf der Bühne ist und nicht im Graben. Also wenn nur die Musik im Zentrum steht, dann muss man ja ganz anders an die Stücke herangehen. Also das ist sehr wichtig. Und das war für mich ein langer Wunsch, sozusagen neben der Oper ein zweites Standbein zu haben, also mit einem Symphonieorchester. Und dass das jetzt natürlich im Gegensatz zu einem französischen Orchester jetzt in Wien mit einem deutschsprachigen Orchester ist, mit entsprechender Tradition, ist das nochmal eine doppelte Bereicherung und Herausforderung. Und wissen Sie wahrscheinlich viel besser wie ich, aber ein bisschen weiß ich das auch, das Wiener Publikum ist ja nicht einfach. Ich wüsste nicht, welches Publikum nicht einfach wäre. Okay. Ja, also jedes Publikum hat seinen Anspruch. Natürlich, die Wiener haben natürlich eine große Kenntnis, haben viel, viel, viel gesehen, ja, weil einfach sehr viele tolle Musik auf einmal über die vielen Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte dort gespielt wurde. Aber es ist auch ein unglaublich emotionales Publikum. Ja, also ähnlich wie ich das beim französischen Publikum kenne, nur einfach mit einer anderen Vorkenntnis. Ich möchte doch noch mal kurz aufführen, mit welchen großartigen Weltklasseorchestern Sie schon gespielt haben. Also Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Staatskapelle Berlin, Wiener Symphoniker, Orchestra London, in Italien große Orchester geleitet, natürlich Zürich, Chamber Orchestra of Europe. Also Sie haben wirklich einfach jetzt die Frage verdient, wo haben Sie denn noch nicht dirigiert in der Welt? Gibt es da noch ein Plätzchen? Sie sehen ja, die Liste ist relativ groß und relativ lang. Es war eine ganz wichtige Zeit, das waren so die letzten 10, 15 Jahre, wo ich nenne das so meine Pionierjahre, ja. Die Ulmer Zeit sind sozusagen die Galeerenjahre, ja. Oder sagen wir, Berlin war dann die Pionierjahre und dann kamen die Aufbaujahre, natürlich als Chef in Graz zuerst und dann bin ich ja vor allem 10 Jahre viel herumgereist, ja. Also, und das war eine sehr wichtige Zeit, weil ich durfte erfahren, wie funktionieren die verschiedenen Orchester. Wie sind die verschiedenen Mentalitäten, worauf legt dieses Orchester Wert, dieses Publikum, die Bedürfnisse, wie funktioniert dieses Haus. Das ist unglaublich bereichernd zu sehen, wenn ich jetzt in Paris bin und die sagen zum Beispiel, das geht gar nicht, das ist nicht möglich. Und ich sage, wieso? Das in New York machen die das so. Oder an der Scala machen die das so. Und die haben das so organisiert und so. Aha, oder so. Also es ist eine unglaubliche Bereicherung dieser Jahre. Und ich habe sehr, sehr viel, viel erfahren und lernen dürfen. Die Kehrseite für mich persönlich, das ist bei jedem Dirigenten anders. Ich bin nicht ein Dirigent, der gerne aus dem Koffer lebt. Sowohl künstlerisch wie auch privat. Das heißt, jede Woche an einem anderen Ort zu sein, im Flieger, in einem Hotelzimmer. Und auch künstlerisch. Das heißt, jede Woche ein anderes Orchester. Vielleicht, dass man schon 2-3 Mal kennengelernt hat und mit dem man gearbeitet hat. Und manchmal wieder ein neues Orchester, wo man die ersten 2 Proben erstmal braucht, zu verstehen, wie funktionieren die. Der Segen, den ich jetzt habe, ist als langfristig zu denken, langfristige Beziehungen. Und das habe ich in Paris und werde in Wien haben, sozusagen nicht nach 2 Wochen wieder von vorne zu beginnen, sondern zu sagen, wir können auf dem aufbauen, was wir schon 2 Jahre gemacht haben. Herr Jordan, ich würde gerne mit Ihnen noch Stunden reden. Das würden wir auch hinkriegen. Ich möchte noch ein Bild zeigen von Ihrem Herrn Papa. Das war signiert, das hat er meiner Frau gegeben am 18.10.61. Ich weiß, 18.10. ist ja Geburtstag. Wenn jetzt aber 13 Jahre später. Ja, genau. Da war ich noch in meinem früheren Leben. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber... Wenn man jetzt, vielleicht noch einen Satz, wir sind schon fast am Ende. Wenn jetzt Armin Jordan uns zuschaut. Der ist dabei. Der ist dabei. Der ist immer dabei. Jetzt sage ich Ihnen etwas voraus, Sie werden eine geniale Zukunft haben.
Und ich hoffe, dass ich trotz meines Alters, hohen Alters, Sie mal erleben darf, wenn Sie das Wiener Neujahrskonzert dirigieren. Das schaffen Sie auch noch. Herzlichen Dank, Herr Joram, für Ihre Zeit. Und die Münchner freuen sich immer, wenn Sie in München sind. Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Ja, diesmal mit einem wirklich wunderbaren Herrn, Philipp Joram. Er ist einer der großen Dirigenten in der Musikszene weltweit. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Gute Unterhaltung bei Löschen präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.